Beim B2B-Wirtschaftsdialog trafen sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft, um den aktuellen Planungsstand sowie Optionen rund um das Thema Infrastruktur in der Metropolregion Hamburg zu diskutieren. Zu Gast waren Marc Helfrich, Mitglied des Bundestages, Hans-Jörn Arp, Geschäftsführer der CDU-Landesfraktion, Christopher Vogt, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landesfraktion, Gerhard Fuchs, Verkehrskoordinator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Koordination, Roy Künast von der Wirtschaftsförderung und Logistikinitiative SH, Martina Köppen, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg, Dennis Thering, stellvertretender Fraktionsvorsteher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Hamburg, Ingo Ludwichowski, Geschäftsführer des NABU SH und Dr. Valerie Wilms, Mitglied des Bundestages Bündnis 90 Die Grünen. Die Themen A20, Rader-Hochbrücke, Fehmarn-Belt-Querung und der Ausbau der A7 standen im Fokus der Diskussionsrunde. Ein Mitglied, das kommt aus Dänemark, das ist der ITD, das ist die Branchenorganisation des Straßengüterverkehrs in Dänemark. Und die sind dort sehr optimistisch, dass der alte, klassische Weg, also sprich über Padborg und Flensburg, dass der nach wie vor Bestand hat. Und aus dänischer Sicht, das muss man sich einfach auch mal so ein Stück weit visualisieren, haben wir ja die Situation, dass ca. 75% bis 80% des Außenhandels über Hamburg, damit über Schleswig-Holstein, stattfindet. Auf der klassischen Route, da wird es sicherlich Verlagerungen auch Richtung Fehmarn-Belt queren oder geben. Aber wir haben dann die Chance, dass es zwei Wege geben wird. Also das hat durchaus Vorteile, denn in der Logistik, auch im Handel und in Produktion ist die Planbarkeit, die steht ganz vorne. Also vor dem Hintergrund sehen wir das durchaus positiv und wir betrachten ja nicht nur Schleswig-Holstein als Teil dieses Weges, sondern wir müssen darüber hinausschauen nach Kopenhagen, nach Schweden und teilweise sogar nach Norwegen. Das sind eigentlich die Fragestellungen, die wir damit verbinden. Wer ist wo zuständig? Der Bund soll das nachher mal alles schön bezahlen, was die Länder sich überlegen. Ne? Und da müssen wir mal schauen, ob das so in dem Stil weitergehen kann. Was das Thema feste Fehmarn-Belt-Querung betrifft, warten wir doch erstmal ab, ob die Dänen überhaupt das jemals bauen werden. Ich habe da so mittlerweile meine großen Zweifel, denn jetzt kommen sie richtig mal an das System ran, wo sie sich mal mit harten Fakten auseinandersetzen müssen, nicht nur mit Wunschträumen, sondern jetzt haben sie Angebote auf dem Tisch vorliegen. Und da auf einmal schauen Sie mal ganz erstaunt, wie die Preise sich da entwickeln. Und das sind jetzt nicht mehr nur politische Preise, sondern jetzt geht's richtig in Euro und Cent oder in Dänenkrone und Öre. So, jetzt haben Sie was, wo Sie ernsthaft überreden können. Das können wir nicht daran erinnern. Aus meiner Sicht gibt es keine Zweifel. Die Fehmarn-Belt-Querung muss kommen und sie wird kommen. Ich sehe da eher noch die Verknüpfung zum Thema A20 und westliche Elbquerung. Denn wir werden zusätzliche Verkehre natürlich nach Schleswig-Holstein bekommen. Und dann ist immer die Frage, wie kommen diese zusätzlichen Verkehre dann wieder aus Schleswig-Holstein heraus? An der einen Stelle kämpft Herr Fuchs. Dann haben wir die A1 als weiteren, sag ich mal, Auslass aus Schleswig-Holstein. Und wir wünschen uns natürlich an der Westküste eben auch mit der westlichen Elbquerung die Möglichkeit, dann auch die Verkehre, die Richtung Westen gehen, westlich von Hamburg sozusagen aus dem Nadelöhr Hamburg dann auch herauszuhalten. Also wir haben uns ja für die feste Fehmarn-Belt-Querung ausgesprochen und klar sind wir jetzt nicht so betroffen direkt von dadurch, dass das Projekt eben weit von uns entfernt ist, aber wir profitieren eben davon, weil die Güter aus dem Hamburger Hafen eben in alle Welt nochmal transportiert werden und durch die S4, die wir dadurch planen, würde auch der Personennahverkehr profitieren. Also Hamburg sieht die positiven Dinge, die eine feste Fehmarn-Belt-Querung mit sich bringt. Der NABU geht auf jeden Bauabschnitt bei der 20 sofort drauf. Das ist auch ein gutes Recht. Also Frau Wilms, Sie können ja gleich darauf eingehen und sagen, der Staat hat zu wenig Geld, es muss nur mehr Geld rausgezogen werden aus dem Straßenverkehrsbereich. Wenn man sich die Zahlen anschaut, was aus Kfz-Steuer, Benzinsteuer und so weiter eingenommen wird, ist eine Menge Geld. Jetzt wird endlich gebaut, weil, und ich zitiere wieder, und zwar den Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, weil der Norden endlich dran ist. Und das betrifft das, was vorher sehr kritisch gesehen wurde, dass nämlich an anderen Stellen des Landes sehr viel mehr Mittel verbaut wurden. Jetzt ist der Norden dran und jetzt häufen sich Maßnahmen.
sondern es geht ausschließlich darum, dass wir die Arbeitsplätze in Norddeutschland, in Hamburg sichern, und das können wir nur über eine Ausweichmöglichkeit, eine Umfahrung Hamburgs durch die Elbquerung bei Glückstadt machen. Über Jahre, Jahrzehnte hat es Hamburg versäumt, das sage ich jetzt auch ruhig mal meinen Kollegen hier aus der Bürgerschaft, die alle damals noch nicht in der Verantwortung waren, aber hat Hamburg es versäumt, einen großen Ring um Hamburg zu ziehen, wie es alle anderen Metropolen gemacht haben. Dieser große Ring um Hamburg herum, östlich wie westlich, das rächt sich jetzt, dass man es damals nicht gemacht hat. Und jetzt staut sich alles vor dem Elbtunnel, das jeden Tag, davon ist jeder Pendler betroffen, da ist die Familie betroffen, da sind natürlich in Schleswig-Holstein insbesondere auch die Logistiker betroffen, die heute aus Schleswig-Holstein abwandern. Wir können noch so viel Ansiedlungsprojekte wollen und auch fördern wollen. Zurzeit erleben wir, dass gerade Logistiker weggehen, weil dieses Risiko des Elbtunnels nicht mehr kalkulierbar sind. Und das in einer Phase, wo wir erst mit der A7 beginnen, noch nicht mal den Tunnel, den Deckel haben und auf der anderen Seite den Bauabschnitt noch gar nicht angefangen haben. Deshalb ist es so existenziell wichtig, dass dieser Abschnitt dringend und nicht aus ideologischen Gründen verhindert wird, sondern dringend kommen muss. 75 LKWs, die im Fernverkehr in getakteten Systemen unterwegs sind, wenn die sozusagen pro Tag eine halbe Stunde im Stau stehen, dann klingt das erstmal nicht viel, aber wenn Sie das hochrechnen, bei ungefähr 65 Euro Stundenkosten, die sowohl für die Fahrer, also auch für den LKW sozusagen stehen, dann kommen Sie im Jahr auf ungefähr 670.000 Euro, die der Betrieb zusätzlich erwirtschaften muss. Und das ist eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit, das kann man sogar noch ein Stück weit kalkulieren. Aber wenn Sie gerade in Fernverkehrssystemen, auch Kruse in Brunsbüttel hat das Problem, wenn die ins Ruhrgebiet fahren, dann ist das für uns als, Individualverkehr-Teilnehmer relativ schlicht. Wir stehen 20 Minuten vor dem Elbtunnel und sind dann 20 Minuten später in Köln. Für Logistikketten ist das nicht der Fall, sondern dort haben wir Sprungverzögerung. Das heißt, 20 Minuten vor dem Elbtunnel, die steigen ja nicht dort ein, sondern die kommen aus Brunsbüttel, aus Flensburg, teilweise aus Dänemark. Dann haben wir den Effekt, dass wir Lenk- und Ruhezeiten haben. Das heißt, die kommen teilweise zu ihren Zielpunkten erst über Nacht. Und das summiert sich dann, damit schwanken komplette Logistikketten von Produktion bis Handel. Und wir haben eben die Situation, dass wir in Schleswig-Holstein überschaubare Industrie Betriebe haben oder von überschaubarer Größe, und die müssen in überregionale Märkte, und die verlieren hier ihren Marktzugang, und das gilt es eben da auch zu stützen. Das ist eigentlich so die Situation aus der Logistik heraus. Die Probleme haben wir ja auch in Hamburg. Ist natürlich schön für die Schleswig-Holsteiner, wenn das Know-how dort bleibt. Wir können es in Hamburg mindestens genauso gut gebrauchen. Sie haben es gesagt, für die Pendler nach Hamburg reinzukommen, ist eine Riesenkatastrophe. Früher sind die Pendler, haben ihr Auto in den Park-and-Ride Parkhäusern abgestellt, da hat die SPD jetzt vor kurzem Gebühren für erhoben, was weiter dazu führt, dass es noch unattraktiver wird, nach Hamburg zu kommen, wo das Ganze noch mit mehr Stau verbunden ist. Dann fallen im Innenstadtbereich permanent Parkplätze weg. Wir haben in Hamburg das sogenannte Busbeschleunigungsprogramm, was die Busse eigentlich nicht beschleunigt und den kompletten Kfz-Verkehr verlangsamt. Das kommt auch hinzu. Und jetzt haben wir die Grünen auch noch mit an der Regierung. Sie werden es gut finden. Die Hamburger und alle, die aufs Auto angewiesen sind, werden es schlecht finden. Da gibt es jetzt irgendwelche Fantasien mit Fahrradhauptstadt Deutschland. Ich hatte gehofft, dass die SPD das noch ein bisschen einbremst, weil auch das wird dazu führen, dass der Kfz-Verkehr weiter zum Alarm oder zum Erliegen kommt. Wir sind in Hamburg aktuell Staustadt Nummer 1. Wir haben Stuttgart wieder eingeholt, und das ist natürlich die Konsequenz der letzten mindestens 4 Jahre Verkehrspolitik. Ich denke, es wird jetzt noch schlimmer werden. Wir müssen alles dran setzen, dass wir das Rad wieder zurückdrehen. Naja, das wird wenig überraschen, aber wir gehen davon aus, dass es bei der A20 eine Fülle von Hindernissen gibt im westlichen Bereich, die dafür sorgen werden, dass das Projekt noch sehr lang auf seine Realisierung wird warten. Und dazu gehören finanzielle Aspekte, dazu gehört aber auch die, wie sich jetzt leider wieder zeigt, vollkommen unzureichende Planung. Grundlage dafür ist ein baureifes Projekt, und dann wird der Bund auch sehen, dass entweder in einem ÖPP-Projekt oder eben direkt aus dem Bundeshaushalt heraus diese Maßnahme kommt. Und ich bin Optimist, sie wird kommen. 2024 ist, sag mal, eine schöne Marke. Da haben wir noch ein Projekt, was wir sozusagen an dieses andere tolle Projekt mit gleich ranhängen können. Und im Übrigen diese generationenübergreifenden Hoffnungen, dass dann der Elbtunnel kommt, die habe ich bei mir in der Familie auch. Und ich habe meinem Vater versprochen, dass er noch selbst am Steuer seines Wagens durch den Elbtunnel fahren kann. Und das ist mein Ziel.
Der nächste Wirtschaftsdialog findet auf der kommenden B2B Nord am 12. November in den Messehallen Hamburg-Schnelsen statt.